Und Versteckspielen, das ist natürlich für die Kinder auch ein ganz großes Thema. Mäuschen, piep einmal! Piep! Ah, da höre ich sie schon. Na, kommt mal vor. Das sind die Sohnwaldspatzen. Hallo, grüß euch. Und die Leiterin der Sohnwaldspatzen, das ist Grit Ebert. Hallo, Grit. Hallo. Grüß Sie. Sie haben die Sohnwaldspatzen gegründet. Ein Kinderchor, wann war das? Das war 1992. Es gab keinen Chor im Ort und ich singe gern. Und da haben wir das ins Leben gerufen. Sie sagen, es gab keinen Chor im Ort. Sie kommen aus Hennweiler, sind dort Kindergärtnerin. Und dann haben Sie einfach angefangen, mit den Kindern zu singen. Oder wie war das? Ja, es hat sich rumgesprochen, dass ich im Kindergarten gern mit den Kindern singe. Und da bin ich mal gefragt worden, hättest du nicht Lust, auch eine Gruppe im Ort zu machen? Und es kam gleich unheimlich viele Kinder, die gern singen wollten. Und dann haben wir das gemacht. Wie machen Sie das, dass Sie Kinder für Singen begeistern? Ich hoffe, gut, aber indem ich halt Lieder aussuche, die den Kindern gefallen, wie im Moment zum Beispiel so Disney-Melodien, das liebt jedes Kind. Aus Filmen. Oder mal, ja genau, und da mal so ein Musical aufzuführen, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Oh, toll. Was sind das für Liedertitel? Kennen wir da welche? Ja, bestimmt Pocahontas oder König der Löwen, Aladdin. Oh, schön. Singt da auch Pippi Langstrumpf? Ja. Singe ich auch mit meiner Tochter. Wie ist es mit deutschen Volksliedern, Grit? Singen wir weniger, aber es gehört dazu, finde ich. Finde ich auch schön. Ich finde auch wichtig, dass wir natürlich andere Sprachen singen, auch modern singen, aber auch unsere Traditionen in unserem Land pflegen. Grit, jetzt haben Sie was ganz Modernes mitgebracht. In the Summertime, wenn der Sommer kommt. Und ihr könnt euch jetzt schon wieder verstecken. Ganz schnell. Und ich zähle bis 5, okay? Vielen Dank, Grit. Und ich zähle 1, 2, 3, 4, 5. Da 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 da.